Wir haben jede Menge Kupfer. Jede Menge Kupfer. Und ja, wir haben nur noch einen Eisenbarren, also wir müssen dringend dran arbeiten. Und wie gesagt, dass das Haus hier mal fertig wird. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier... Obwohl, ja, die Treppe ist da schon... Hallo? Ja, die Leiter ist noch nicht ganz richtig. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber der Balkon steht schon. Ich würde hier auch ein Dach drauf machen, so ist es nicht. Ja, damit hier nichts kaputt geht. Aber vor allen Dingen, nee, das Haupthaus muss noch gebaut werden. Und ich weiß noch nicht... Also ja, Holz, aber wahrscheinlich werden wir sehr viel Kernholz brauchen dann. Wie viel habe ich denn überhaupt dabei? Gar nichts. Okay. Läuft. In der Küche, ich putze ein bisschen meine Lausche hier. Alles klar. Das stimmt, das stimmt. Haushalt ist immer so ein Ding. Okay. Damit ist Kernholz leer. Ich werde heute definitiv auch noch den Dings aus. Wir werden heute wahrscheinlich noch sehr viel im... Ja, die muss dringend anders gemacht werden. Das geht so nicht. Hey. Das muss ich von unten machen. Das muss ich von unten machen. Damit es auch passt. Alles so. Und dann können wir nämlich von da oben weiterbauen. Ich glaube, hier an der Seite muss ich dann auch noch die Balken machen. Hier so eine. So eine schöne Wehrbalken. Also. Und. Hallo. Also. Dann machen wir hier noch einen Mini-Balken, damit der hier schön blau wird. Und dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Und dann, keine Ahnung, machen wir da oben auch mit Holzgestell noch den Rest. Ja gut. Ob ich das rundherum kriege, weiß ich noch gar nicht. Ja. Versuchen wir nochmal hochzukommen. So. Und dann müsste ja hier der Balken drauf. So, schauen wir doch mal. Bonk. Hier ist was von mir blockiert. Okay. Ja gut, man kann es natürlich auch direkt so machen. Stimmt. Ist auch blau. Dann machen wir den hier weg. Dann machen wir das so. Das passt zwar mit dem hier nicht ganz. Obwohl. Was nicht ist, kann auch werden. So. So. Da ein Balken. Da waren es auch vier. Okay. Wir werden sehr viel Kernholz brauchen. Wir machen es lieber ein bisschen dicker. So. Haben wir noch Steine? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Wand. Habe ich gerade kein Holz bei. Das macht aber nichts. Wir müssen jetzt hier erstmal sowieso oben. Wird dann noch ein bisschen höher, die Halle. Ja, auch schön. Wisst ihr, was lustig ist? Wir haben so eine ausgefeilte Technik heutzutage schon und spielen das um primitive, primitiv waren die damals nicht, aber zumindest halt, ja, einfachere Sachen zu spielen, sozusagen. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich find's witzig. Okay. Ich werde gleich Holz brauchen. So. Wie viel haben wir noch? Oh. Hier kommt dann eine Doppeltür. Mit doppelten. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen was verkohlen, ne? Das meint er. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Ups.
Doch, die Balken brauchen wir noch. Die werde ich noch. Wie gesagt, ein Teil werden wir. Warum schleiche ich heute dauernd? Was ist da los? Ich habe hab gestern Minecraft gespielt und da war es genau umgekehrt. Deswegen verdrehe ich das gerade wieder. Aber wo Minecraft, ne? 7. Juni ist soweit. Dann kommt die neue Minecraft-Version. Oh, das müssen wir mal trotzdem. Das sieht sonst komisch aus hier. Ja, ich weiß, wir müssen es eigentlich rundherum machen, aber auf der anderen Seite komme ich gerade schlecht ran. Oh. Kommen wir noch zu. Ja, auf jeden Fall. 7. Juni kommt die neue Minecraft-Version und ich freue mich schon drauf. Oh, da komme ich nicht ran. So. Meep. Na gut. Okay, was brauchen wir gerade noch? Steine habe ich, glaube ich. Oder habe ich noch Steine? Ich weiß gerade nicht, ob ich noch Steine habe. Dang it. Oh, wir haben noch Steine. Yes. Sehr gut. Wofür wollte ich die Stadt? Achso. So, verschieben. Ja. Perfekt. Oh, perfekt. So, dann haben wir das. Dann kommt jetzt Wand. Sehr viel Wand. Wirklich sehr viel Wand. Da was glitzern. Ich weiß nicht, was es ist. Mal hinterlaufen oder so. Mal gucken. Oh. Hier sollen ja die Türen hin. Nochmal eine Tür. Machen wir die hier oder machen wir die da? Das ist dann jetzt auch die Frage. Wie würde das am besten aussehen? Ich meine, die Leiter hier muss sowieso weg. Das sieht nicht gut aus. Oh nein, was habe ich hier kaputt gemacht? Nein! Da war ich wieder zu voreilig. Irgendwo dahinter glitzert das, ne? Oder? Dahinter? I don't know. Irgendwo war da was gerade. Ja gut, okay. Leitern. Oder Treppe. Eigentlich eher Treppe, ne? Überlebe. Wunderschöne Rampe, muss man sagen. Doch, gefällt mir. Machen wir da die Tür hin, dann haben wir da auch ein bisschen Luft. Dann könnte man hier zum Beispiel auch ein Fenster hin machen, ein kleines. Nur ein kleines, muss ja kein großes sein. Das muss wohl so. Okay. Mhm.
Nee, da bleiben wir bei denen. So. Mal das andere machen wir, denke ich mal, zu. Vorerst. Bis mir was Besseres einfällt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier auch jede Menge Platz. Auch für Truhen und dergleichen. So. Sonne blendet hier gerade so dermaßen. Also die Ingame-Sonne, nicht mal unbedingt eine Real-Life-Sonne. Die Real-Life-Sonne traut sich heute nicht raus. Die bleibt heute lieber bedeckt. Das ist auch okay. Hallo? Fehlende Voraussetzung. Oh, mein Holzzalle. Nee. Ich habe kein Holz. Ich habe gar kein Holz mehr. Doch, ich habe noch ein bisschen Kernholz, aber das will er nicht. Das ist gut. Ja. Nachfeuern. So. Ach, freue mich. Ich freue mich, wie das langsam mit dem neuen Haus und so aussieht. Das sieht doch schon echt schön aus. Nee, das war ein bisschen zu viel. So. Räumen jetzt mit der neuen Treppe. Oh, da kommt man auch so leicht hoch. Ist das schön. Oh, und so viel Platz für Aktivitäten. Yay. Hi, moin Schurak. Na, wie geht's? Alles gut? So auf dem Freitag. Woche gut überstanden bisher? So. Das wird spannend. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann... Aber gut, kriegen wir hin. Ja, und jetzt erstmal ordentlich Holz rein. Du kannst kein Holz mehr hinzufügen. Das ist nicht so schlimm. Ach, schön. Ach, schön. Schön. Genau, aber dann wissen wir auch schon mal, wo ich dann nachher... Joa. Oh, ich frei und am Sonntag nur einen Termin. Oh, das ist schön. Termin auf dem Samstag. Mach mal ein Satteldach oder machen wir eins, das sozusagen praktisch zur Mitte hinzuläuft? Ha. Und nicht schön, dass es gerade anfängt zu regnen. Ich bin nur noch gar nicht fertig. Du verbitterst mir mein Holz. Miep. Wenn wir das brauchen, damit ich hier hochkomme. Ja, in die Richtung muss das ja auch noch so. Auf jeden Fall wird es noch eine Lücke im Dach geben, damit das Feuer da eben auch abziehen kann. Ja, der ganze Qualm und so. Da muss man ja drauf achten. So. Wir werden so viel Kernholz brauchen noch. Bin hier noch lange, lange nicht fertig mit dem Kernholz. Warte, warte, das da? Ja gut. Wisst ihr was? Wie viel Platz haben wir? Ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz in den Düsterwald und gehe mal Kernholz hacken. Oh, da haben wir gar keine Erze mehr. Wie gut, wie gut. Mm.
Ich hab keine Kohle. Hab ja keine Kohle. So. Okay. Dann wird das jetzt hier unsere Kupferkiste. So. Und das lassen wir erstmal hier. Wir haben ja hier mittlerweile ordentlich ausgebaut. So, die Steine lasse ich auch hier. Die Samen, ja, nehme ich erstmal mit. Nehme ich erstmal mit. Obwohl, es wird gerade dunkel, ne? Im Dunkeln mag ich auch nicht unbedingt durch den Wald laufen da. Die sind ja immer so gemein da. Ich bin nass. Was du nicht sagst. Aber ich trockne doch gerade. Ich denke mal, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt bin ich trocken. So, sehr schön. Oh, wir machen es uns so richtig gemütlich in unserer neuen Bude. Oh, da freue ich mich aber schon richtig drauf. Das Feuer für die Küche steht schon. Bin ich sehr froh, Aber wir brauchen sehr viel Kernholz. Das heißt also, jetzt wird hier ordentlich Holz gehackt. An alle Schnarcher, es wird gesägt, Leute. Der Wald muss weg. Warte mal, wo? Ah ja. Ich muss mich doch daran gewöhnen, dass die Portale jetzt auch woanders sind. Ich habe jetzt gerade das Bett verheizt. Kann das sein? Ich. Okay, auf geht's. Ich habe meine getreue Axt. Ich habe meine Spitzhacke. Und auf geht's. Ah, wieso habe ich das Kupfer noch drin? Ah! Kupfer muss noch raus. Super, lang. Also, so wird das ja nichts. So wird das nichts. Ja. Und habt ihr hoffentlich auch alle schön warme Getränke dabei und... Man hätte vielleicht was essen sollen, ne? Ausdauer ist gerade nicht unbedingt meine Stärke. Mal gucken, wie wir das dann machen. Yeah, Kernholz. Sehr schön. Hallo? Hi! Hast du mir was zu essen mitgebracht? Ach Mann, das kann ich doch nicht essen. Hast du mir was zu essen mitgebracht? Da zerklebt immer so den Magen. Du hast mir was zu essen mitgebracht. Welche Pfeile haben wir? Nehmen wir die. Nein, das ist roh, aber ist ja egal. Ist das eine Trollhöhle? Das sieht nach einer Trollhöhle aus. Vielleicht waren wir da sogar schon mal drin. Disteln sind auch immer eine gute Idee. Die brauchen wir sowieso. Wahrscheinlich noch massenhaft. Von daher alles mitnehmen, was wir finden. Distel. Nein, ne? Wow. Viele Disteln hier drunter. Dankeschön, werte Tanne. Dass du auf die Disteln so gut aufgepasst hast. So, da ist das Lager. Könnte was zu essen vertragen. Ich weiß. Aber hier sind ja nicht mal Blaubeeren. Okay, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Essen holen. Ich hoffe, habt ihr auch alle schon gefrühstückt. Gefällt mir sehr. Wir haben immer noch Platz für noch mehr Dinger. Ihr wisst schon. Essen. Da ist was zu essen. Da ist nichts zu essen. Da sind nur Tränke. Okay. Ich mich aber auch nicht die ganze Zeit nur von Fleisch ernähren. Das macht zwar eine Menge Heilung, aber
nicht so viel Ausdauer. Wait. Einmal. Haben wir noch Marmelade irgendwo? Wait. Haben wir noch irgendwo Marmelade? Die müssen doch auch irgendwo noch rumschwirren. Die Beeren und die Rüben sind hier, okay. Keine Marmelade mehr? Mob. Wir müssen auch bald wieder ein Feld anlegen. Geht so nicht. So, Fleischkiste. Mal nicht, dann packe ich das jetzt mal hier rein. So. Jetzt habe ich zumindest sehr viel Ausdauer. Das heißt also, jetzt wäre es mal wieder ordentlich loslang. Jetzt hauen wir erstmal wieder ordentlich drauf. Yes! Richtige Feld, ohne dass das... Ja. Das müsste gehen, ohne dass das Tor drunter leidet. Lagerfeuer ist auch so Millimeter davor, da runterzufallen, wa? Oh, Kiefernzapfen. Und ich habe meine Dings nicht bei. Das könnte man den hier unten gleich anpflanzen. Moink, moink, moink. Hallo. Hallo. Oh, er hat sich hingelegt. Kann ich verstehen, ist ja noch früh am Morgen und so, nee. Da zwingt uns alle in die Knie, vor allem am Freitag. An den Baumstamm ran? Ja. So. Noch mehr so. Wie sieht's aus? Ich meine, es ist schon fast ein Stack. Das ist schon nicht schlecht. Das darf aber gern noch mehr sein. Ja, Holzhacken 30. Los, los, los. Aufhauen. Wir brauchen wirklich mehr Eisen. Damit wir... Bäume noch schneller fällen können. Und dann irgendwann kommt die Kettensäge und dann ist kein Wald mehr für uns sicher. So. Noch ein? Noch zwei? Noch fünf? Wie viel Platz haben wir noch? Ah, da kann noch. Wir können auch ordentlich hier ein paar Kiefer brechen. Das ist okay. Brechen wir ein paar Kiefer. Als ich das Haus gebaut habe, hatte ich eine Sache komplett vergessen. Ich wollte mir ja praktisch eine Eiche fürs Lager anpflanzen, so eine Lagereiche. Werden wir natürlich immer noch machen. Ich muss nur mal das Lager noch ein bisschen ausbauen. Also es wird noch eine Menge Terraforming geben. Das Lager wird lange, lange noch nicht fertig sein. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich ein paar Steine mitnehmen. Weil auch die sind mittlerweile wieder Mangelware. Unglaublich, was man an Ressourcen verbraucht. Ja, nur für ein bisschen bauen. Und die Steine hier liegen sowieso die ganze Zeit nur im Weg. Weißt du, die Trolle stolpert schon dauernd drüber. Das mögen die halt auch nicht. Bei Kiefern. Cool. Hallo. Oh, die Scheibe zertrümmert. Das tut mir so leid. Oh nein, das war der Schädel. Wir sollten gehen. Und den Rest, den restlichen Loot holen wollen wir später. Aber jetzt haben wir zumindest genug Kernholz, um zumindest das Dach so weit abzustützen. Mag die Rampe. Gefällt mir sehr. Weil hier dann halt noch... mit Balken stützen und auch das Dach abstützen, damit das wirklich, wirklich gut hält.
Vielleicht ist das sogar ein Ticken zu hoch. Ich weiß es noch nicht. Ich komm nicht an. Okay, mehr Leitern. So. Ja. Nope. Ich möchte bitte oben bleiben. Danke. Ich möchte oben bleiben. Ah, verdammt, dann ist. Das hat nicht so gut geklappt. Warte, dann machen wir das doch so. Laden wir uns da noch eine hin. Nee, da komme ich nicht hin. Warte. Dang it. Aber. Das ist ein ziemlich hohes Dach mittlerweile. So, Quatsch, so wollte ich das, glaube ich, gar nicht. Ach komm, mach mal es richtig, richtig hoch. Nee, halt. So. Yeah. Okay. Wow. Hoch. Zum Glück habe ich keine Höhenangst, sonst wäre das gerade richtig, richtig fies. Tatsächlich ist das sehr, sehr fies. So, mal gucken. Oh. Oh. Nice. Und dann soll das schon hier so lang. Und dann da, wo ich jetzt bin. Und da, wo das Feuer ist, das muss sowieso ganz anders. So, die stützen sich jetzt gegenseitig. Das ist auch sehr cool. Nee. Den da oben drauf, oder? Ja, doch. Machen wir so. Und dann... So. Ich hoffe, da! Nee. Ich hoffe, ich stehe da jetzt nicht allzu sehr im Weg. Dang it. Okay. Okay. So. Genau. Und da würde ich dann halt, wie gesagt, hier mit diesen... Nicht mit denen, aber mit denen noch arbeiten wollen. Dass wir dann hier das wirklich so richtig schön abgestützt kriegen. Hoffe ich. Da muss er hin. So. Schick. Und dann vielleicht jeden... Genau. Da, wo dann immer die anderen Balken sind, da kommt das dann auch noch mit dran. Also wenn das nicht hält, weiß ich auch nicht. Und bei dem...